Aber primär probiert man natürlich mal auf die Grundursache einzugehen, ja. Und wenn das so stark ist, dann können auch Übelkeit und Erbrechen auftreten. Wenn diese Symptome kommen, würde ich dann sofort zum Beispiel an eine Meningitis oder was Stärkeres denken. Ja? Du sprichst im Entzündungsprozess vor allem von Pitta, Ja? Vata, Genau. Genau. eigentlich initial Mitursache. Vata ist sicher mal vor der Entzündung gestanden, weil ja Rasa nicht richtig gesättigt war und hier Asti steht für welches Dosha? Vata. Das heißt, dass das Pitta sich überhaupt bewegen kann, ist natürlich auch eine starke Vata-Komponente dabei. Ja? Also im Gegensatz zum Vortrag vorher ist hier oft eben Vata und Pitta dann betroffen, wenn der Prozess fortschreitet. Ja? Das muss und kann nicht sein, das kann hoffentlich, wird es auch nicht so häufig der Fall sein, aber Vata spricht am Anfang immer, Vata steht ja immer am Anfang einer Erkrankung durch die Bewegung und kann dann hier auch wirklich dann bis zum Knochen einwandern. Ja? Was Gott sei Dank sehr häufig ist, eine virale Mittelohrentzündung klingt oft in dieser Phase ab. Ja? Also es wird auch hier eigentlich schulmedizinisch nicht viel gegeben, aber was halt häufiger ist bei der bakteriellen Mittelohrentzündung, kommt es dann in den 3 bis 8 Phasen, bei der Abwehrphase häufig zu einer spontanen Trommelfellperforation mit Austritt von Eiter. Anschließend gingen die Schmerzen und Fieber ab und die Phase wird oft durch die Gabe eines Antibiotikums eben verkürzt, ja, um eine Trommelfellperforation zu vermeiden. Warum ist die Trommelfellperforation so gefährlich? Warum wollen es Schulmediziner vermeiden? Warum ist das nicht gut? Genau, die Schutzfunktion vom Trommelfell ist einfach nicht mehr da. Ja? Und das ist der Grund, warum dann auch Antibiotika gegeben werden. Aber auch in der Schulmedizin wird einmal 3 bis 4 Tage abgewartet. Kein Kinderarzt, der jetzt nach modernen Lehren der Schulmedizin unterrichtet worden ist, gibt sofort ein Antibiotikum her. Ja? Und natürlich, warum wird dann antibiotisch gearbeitet? Was haben diese Kinder, wenn knapp vor der Trommelfellperforation? Hohes Fieber und wahnsinnige Schmerzen auch. Gell? Also es ist auch sehr schmerzhaft. Deswegen sollte man eben schauen, dass man hier dann schulmedizinisch ein Antibiotikum gibt. Ja? Ayurvedisch gesehen gibt es natürlich andere Richtlinien. Natürlich Dominanz des Pitta-Doshas, habe ich schon erklärt. Aber, was ihr auch schon mit mir besprochen habt, ich sehe hier gerade, wenn öfters Mittelohrentzündungen auftreten, Otitiden auftreten, eine Rasa-Schwäche. Ja? Also es ist einfach zu wenig Substanz da. Und auch Rasa ist mit welchem Dosha kongruent? Genau, so sind wir wieder im gleichen Problem. Es ist oft Ojas nicht da, Rasa nicht da, Bala nicht da und Vata ist oft einfach in einer schlechten Qualität da, dass überhaupt mal diese Pitta-Dominanz kommen kann. Und ich habe viele Kinder, die wiederholte Otitiden haben und da muss man natürlich nicht die Entzündung mal bekämpfen, sondern genau, Rasa, Oja stärken. Ja? Und meistens kommen Kinder, die eben schon oft krank waren, haben nicht nur Antibiotika bekommen, sondern auch eine Paukendrainage, wiederholt Cortison. Nur es ist nicht der richtige Weg, weil ja immer, jetzt ayurvedisch gesehen, bitte keine Wertung jetzt von HNO-Ärzten, weil ja immer auf Pitta geschaut wird, es wird die Entzündung gesenkt, aber auf die Ursache, das Vata, schaut keiner auf Rasa und Vata. Und das ist das Problem auch. Ja? Und es gibt auch schulmedizinisch, wie ihr es ja wisst, nicht jetzt Möglichkeiten, die Kraft zu stärken. Meistens ist es ja nicht vorhanden. Ja? Also Ursache, ayurvedisch gesehen, oft eine Rasa-Schwäche. Und hier wird das Schleimhautmilieu dann verändert und eine Entzündung kann sich dann erst im Ohr manifestieren. Deswegen gelten primär die Aspekte Pitta zu regulieren, das ist ähnlich wie in der Schulmedizin. Aber eben auch bei der Behandlung von Rasa sollte man einfach in eine Kombination von Rasayana schauen und die vielleicht auch noch, wenn es idealerweise geht, eine entzündungsreduzierende Eigenschaft haben. Ja?
Und wenn diese Therapie greift, merkt man schon nach spätestens 2 bis 3 Tagen eine Verbesserung. Wie? Was nimmst du da? Kommt alles. Just wait a little bit, ja. Gehen wir mal auf diese Therapie ein. Ja. Ich möchte es mit euch auch wirklich durchmachen. Es war auch schon heute am Vormittag ein Thema, aber was ist raserstärkend? Was braucht jetzt dieses Kind oder der Erwachsene, wenn es auch erst im Erwachsenenalter zu euch kommen? Was braucht dieser Mensch? Auf was müsst ihr alles schauen? Es wird jetzt nicht eine Pflanze geben, oder? Genau, auf alle Säulen, die halt da sind, ja. Ernährung, die kräftigend und stärkend ist. Welche Doshas sollten hier beachtet werden bei so einem Patienten? Genau. Und wahrscheinlich auch Pitta. Also in Richtung warm, regelmäßig, aber auch nahrhaft und nicht mit der Hitze übertreiben. Genau, was ist noch wichtig bei solchen Menschen neben Ernährung? Weil ihr wisst ja, Rasayana ist ein ganzes Konzept. Es gibt nicht Pflanzen alleine. Wenn es jetzt nicht... Genau. Genau. Das klingt jetzt ja banal, aber genau auf das wird ja nicht eingegangen. Und das ist oft der Grund, warum die Leute sich nicht erholen. Lifestyle kann, sagen wir, auch frische Luft, Natur, kann aber auch bedeuten, dass die Leute weniger intensiven Sport, eher Ausdauersport oder nur gehen dazwischen oder Yoga machen, ja. Frische Luft, also kann man sagen Natur. Und das kann individuell sehr verschieden sein. Wenn Rasa eh schon nicht da ist, würde ich auch hier eher mit ruhigen Sachen arbeiten, ja. Was kann man machen vom Lifestyle her? Für die Ohren. Was haben Kinder oft nicht, auch Erwachsene oft nicht. Klingt ganz banal, aber es wird oft vergessen und nicht gefragt in den Praxen auch. Ruhe. Geht kein Mensch drauf ein, wenn man jetzt in ein Spital schaut zum Beispiel oder ein HNO-Arzt wird nie Ruhe verordnen. Aber gerade die kann ja den Ohren einmal sehr gut tun. Und Ruhe heißt auch, vielleicht rausgehen, weniger Fernsehen, weniger Computer, was ja generell auch Vata dann beeinflusst. Ja? Also das sehe ich sehr häufig, das sind auch Kinder, wo es sehr unruhig zu Hause ist, ja? Die Rasa-Schwächen haben und eher zu solchen Krankheiten neigen. Ja? Also diese Sachen sind sehr, sehr wichtig, bevor man überhaupt Kräuter hergibt. Und das wird leider eben oft vergessen. Ja? Gut, gehen wir es einfach mal an einem Beispiel durch. Ja? Oder vielleicht fangen wir vor einem Beispiel noch mit Kräutern an. Was könnte man hier machen? Die nächste Säule wäre Phytotherapie. Was könntet ihr euch vorstellen, was hilft hier? Ajwain bei Inhalationen, ja. Obwohl es eher bei Polypen besser ist, weil es ja reduzierend ist, aber geht auch. Aber was würdest du jetzt machen? Wir reden von einer Rasayana-Therapie. Was könnte man jetzt hier den Kindern oder den Erwachsenen geben? Klar, das ist schon okay. Nur du musst aufpassen, wenn ein Erguss da ist, steigerst du den Erguss mit den Zwiebelsäckchen. Genau, weil es warm ist. Das heißt, was fällt euch ayurvedisch sonst noch ein? Was könntest du machen? Du musst ja mal auf Rasa schauen. Was wäre das Standard Rasayanum in so einem Fall? Ja, okay, aber wenn ihr jetzt Monopräparate habt. Ashwagandha wäre hier zum Beispiel nicht schlecht, ja. Nicht so heiß? Nein, weil er Vata auch mitspielt, ja. Guduchi würde gehen, ja. Ich finde auch, dass Bala geht, weil ja oft eben Vata auch dabei ist, aber in Kombination zu irgendwas, was noch entzündungshemmend ist. Was wird noch gehen? Was ist das?
Rasayana und was auch auf Atemwege wirkt, aber gleichzeitig Ruhe macht, neben Ashwagandha. Genau. Tulsi ist auch eine Möglichkeit, die man sehr häufig geben kann, ja. Und irgendwas in die Richtung braucht ihr auf jeden Fall einmal. Eines dieser Präparate wie Ashwagandha, Guduchibala, Tulsi, um einmal Rasa zu stärken. Akut natürlich würdest du noch was dazugeben müssen. Kannst du ja da nicht anfangen, irgendwie einen Bala reinzuknallen. Nein, das wäre jetzt nicht im akuten Zustand. Das wäre jetzt einfach, jemand kommt zu dir mit wiederholten Prozessen. Das heißt, das wäre mal die Rasayana-Therapie. Ja? Aber gehen wir vielleicht einen Schritt weiter und wir können uns ja vorausziehen. Was wäre, wenn es jetzt akut ist? Also sagen wir mal, es kommt jemand wirklich mit einer fulminanten, eitrigen Otitis media zu euch und was könnt ihr jetzt hier machen? Genau, zum Beispiel. Aber wie kriegst du Kurkuma in ein Kind? Ist nicht so schlimm. Du kannst ja hier mit Honig arbeiten und Milch zum Beispiel. Ja? Das nehmen die dir auch. Was besser geht, ist Ashwagandha auch hier. Als Rasayanum. Und hier machst du eine Pitta-Verstärkung, aber was passiert damit? Es kocht aus. Genau, es kocht aus, ja. Was könntest du noch nehmen? Nelken. Genau, zum Beispiel, also irgendwas wie ein Gewürznelken. Eine Mischung, eine Kräutermischung, was. Gewürznelken. Was passt dir noch dazu? Ja, aber akut jetzt. Was ist noch Pitta-reduzierend? Ein Tee zum Beispiel, der gut fürs Agni ist. Ingwer. Ja. Ingwer könntest du dazu nehmen. Gib es Ingwer, was könntest du noch dazu geben? Kardamom, Koriander. Also einfach mischen. Ja, das glaubt man nicht, dass Kinder das trinken. Aber das trinken sie auch, wenn man, wenn es indiziert ist. Aber einfach zum Beispiel nur eine Nelke geben für einen halben Liter, eine ganz kleine Scheibe Ingwer, wenig Koriander, wenig Kardamom. Also Kinder haben da sehr sensible Geschmacksnerven, sonst wird das nicht gehen. Bei Erwachsenen kann man natürlich hochdosieren. Also Agni stärken, Kurkuma, Ashwagandha, natürlich Guduchi, schmeckt aber auch nicht gut. Was ist in die Richtung gehend und ein wenig besser vom Geschmack her, wenn Sie es eben in Milch auflösen wollt oder in Honig? Was für ein Rasayanum, antientzündlich, was da auch in die Liga? Wird sehr häufig verwendet auch für Leberkrankheiten, ähnlich wie Guduchi, Hepatiten in Indien, Nierenkrankheiten, nephrotisches Syndrom, Bumiamalki. Ein wenig besser als Guduchi, ja. Natürlich, ihr müsst es hier zum Beispiel in Milch mit Honig gemischt geben, dass es halbwegs akzeptiert wird. Aber das nehmen Sie schon ein, wenn es Bedarf ist. Auch hier natürlich, bei einem Kind brauchst du vielleicht von einer hochdosierten Kapsel nur eine halbe Kapsel Guduchi, halbe Kapsel Bumiamalki, halbe Kapsel Ashwagandha, zwei Esslöffel Honig und ein wenig Milch. Das heißt, du machst eigentlich so ein Zuckerkonzentrat draus, das halt viel Rasa enthält und das geht dann. Ja? Das wäre so eine von der Sternapotheke eben zum Beispiel oder von der Forellenapotheke oder von Tosca in Wien gibt es halt hochdosierte Kapseln, also eine halbe Kapsel, halbe Kapsel, halbe Kapsel, das ist nicht viel und dann dazu zum Beispiel zwei Esslöffel Honig, wirklich, ja. Das lieben Kinder, wenn sie krank sind und dann Milch dazu. Und ich rede nur von 2 bis 3 Schluck.